Und damit herzlich willkommen zur Abstiegskonferenz Werder Bremen gegen Köln. Die erste Partie, wo wir draufschauen, parallel eben Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist die Tabellensituation. Düsseldorf Sieg und es würde nichts bringen für Bremen. Ein Unentschieden bei Düsseldorf würde heißen, Bremen muss mit 4 Toren Unterschied gewinnen. Das ist nicht wirklich realistisch, aber nicht unmöglich. Bei den Kölnern, die momentan einfach nicht gut drauf sind. Guter Beginn von Bremen. Bittencourt mit dem ersten Abschluss. Finn Bartels hat nochmal das Auge für Maximilian Eggestein. 7 Minuten gespielt. Das 1:0 mittlerweile schon fast überfällig. Es war eine unfassbare Drangphase hier zu Beginn im Weserstadion des SVW. Glück für Köln, dass sie da noch nicht zurücklagen. Aber dann schlichen sich Fehler ein. Leistner verliert den Ball an Bittencourt. Eiskalt. 8. Minute. 1:0 für Bremen. Das 5. Saisontor. Und der Beginn einer fast 90-minütigen Reise zwischen Abstiegsangst und Relegationshoffnungen. Werder Bremen steckte nicht auf und Köln, die ergaben sich hier fast. Wollen vielleicht den Düsseldorfern nichts Gutes tun, aber was sie hier aufs Feld brachten, das war schon fast eine Frechheit. 17. Spielminute. Bremen machte es auch richtig gut. Abschluss hier von Osako. Das 2:0 lag schon lange in der Luft. In Düsseldorf ging es dann auch los. Ja, parallel liefen diese beiden Mannschaften hier auf im Stadion an der alten Försterei. Für Düsseldorf heißt nur eben ein Sieg der sichere Klassenerhalt. Sonst muss man hoffen, dass Bremen da Köln nicht völlig auseinanderschraubt. Und bei dieser Anfangsphase war das nicht unmöglich. Aber Düsseldorf legte auch gut los. Kahn Ayhan dreht sich da um seinen Gegenspieler rum und in der 5. Minute kommt dann auch hier der erste Abschluss bei Rom. Nikolas heute im Tor statt Gikiewicz, der den Verein verlassen wird. Ayhan, der Innenverteidiger, hier aber noch am Tor vorbei. Die Anfangsphase hier aber auch turbulent. Etwa in diesen Sekunden fiel das 1:0 für Werder Bremen und hier dann das 1:0 für Union Berlin um ein Haar durch Yunus Malí. 8. Spielminute, trifft dann nur das Außennetz, aber das wäre der Megaschock gewesen für die Fortuna. Glück in der Situation, Stand jetzt würde dieses 0:0 eben für Düsseldorf reichen. Aber Bremen machte parallel weiter und hier verpasste Düsseldorf mehrmals die Chance, das 1:0 selber zu erzielen. Hier ist es Ruven Hennings in der 19. Spielminute, der aber an Nikolas scheitert. Wir schauen nochmal ins Weserstadion. Und der SV Werder Bremen machte weiter. Die schlechteste Heimmannschaft. Ein Sieg in 16 Heimspielen und heute gegen den ersten FC Köln ausgerechnet 4 Tore Unterschied erzielen. Warum denn eigentlich nicht? Rex Bischai, eigentlich alles sicher. Dann Tschichos mit diesem Fehler und das ist das 2:0. 28. Minute. Joshua Sargent drückt den Ball hier nur noch über die Linie. Was für ein Fauxpas. Und jetzt fehlten ja nur noch 2 Tore. Das ist die Tabellensituation. Es wurde dramatisch. 2 Tore nur noch für den Relegationsplatz. Bittencourt in der 41. Minute. Fast noch mit dem 3:0 vor dem Pausenpfiff. Und es wäre das 3:0, das 4:0 auch schon möglich gewesen. Die Geißböcke kamen hier überhaupt nicht klar. Waren dann glücklich, dass es zur Pause nur 2:0 stand und die Megaschmach bis dato noch ausblieb. Nochmal nach Berlin vorm Pausenpfiff. Noch 10 Minuten hier in Berlin zu spielen und Union kam über Anthony Uja. Die Flanke abgeglitscht und Kastenmeier, der aufmerksam ist. Das 2:0 hier mittlerweile aus Bremen schon angekommen. Deswegen wollte Düsseldorf die eigene Kraft nutzen, um es klar zu machen. Ruven Hennings setzt den Ball hier aber etwas zu hoch an. Über den Kasten von Nikolas geht der Ball hier hinweg. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Nochmal Düsseldorf. Berisha zu Tommy. Super Steckpass zu Ruven Hennings. Und das 1:0 in der 45. Spielminute. Das 16. Saisontor für den Mittelstürmer schießt jetzt erstmal Düsseldorf ganz sicher auf Tabellenplatz 16. So stand es dann zur Pause. Erheblicher Dämpfer für Werder Bremen, aber trotzdem ein Treffer für Union und dann die eigenen Hausaufgaben erledigen.
Den zweiten Durchgang beginnen wir jetzt wieder im Weserstadion. Na klar wusste Bremen über diesen Halbzeitstand in Berlin Bescheid, aber selber wollten sie ihre Hausaufgaben machen, sich selbst nichts vorwerfen lassen und es ging gut weiter. Bartels, Osako zu Bittencourt. Der glitscht ihm hier aber etwas ab. Doch wieder Bremen. Köln weiterhin wie von allen Sinn. Das ist Eggestein. 3:0, 58. Minute. Noch ein Treffer für die Weser-Elf. Und dann hofft man auf Union. Aber Düsseldorf war hier noch etwas heißer drauf. Union hatte beim 4:0 gegen Hoffenheim gezeigt, wie viel Druck abfiel. Und so kam es dann hierzu. 53. 17. Saisontor, Doppelpack Rufen Hennings. Und die Köpfe in Bremen neigten sich dem Boden zu. Das 2:0 jetzt erstmal ein gutes Polster, aber es ist nicht so, dass Düsseldorf das nicht nach der Corona-Pause alleine schon mal verspielt hätte. Grüße nach Köln. Skripski hier in der 63. Minute setzt den Ball zu hoch an. Aber Düsseldorf wollte hier jetzt endgültig alles klar machen und Bremen dadurch automatisch in die zweite Liga verfrachten. Skripski, Berisha, 3:0, nein. Abseits, 10 Minuten vor dem Ende. Doch nochmal ein kleiner Dämpfer. Aber konnte Bremen zumindest aus eigener Kraft den Druck aufbauen. Es wurde schwieriger. Die Chancen, die nicht reingingen, die schon zu Pause das 4:0 hätten bedeuten können. Sie setzten sich so langsam fest. Klaassen aber nochmal zurück. Rashica abgewehrt von Bono. Selke dann im Abseits. Es war jetzt mittlerweile für Bremen eine fast aussichtslose Situation. Aber nochmal ging es nach vorne. Rashica, Bartels zu Selke. Der scheitert aber in der 90. Minute an Timo Horn. So dass es hier bis zur 90. Minute erstmal beim 3:0 blieb. Konnte Union nochmal Schützenhilfe leisten. Sie versuchten es. Es waren nur noch 5 Minuten zu spielen. Yunus Mali nochmal. Spitzer Winkel. Wichtige Aktion von Hoffmann, der da reingrätscht. Und Abdullah hier dann aus spitzem Winkel überhastet an den Pfosten. So gingen wir in die tiefe Nachspielzeit. Düsseldorf hatte es überstanden, ohne große Möglichkeiten zuzulassen. Letzte Aktion der Partie. Und das Spiel ist aus. Düsseldorf gewinnt mit 2:0. Die Freude war da, aber es ist eben nur der 16. Tabellenplatz. Die Fortuna muss in die Relegation. Und von Werder Bremen muss man sich jetzt zumindest für ein Jahr aus der Bundesliga verabschieden. Düsseldorf dann gegen Heidenheim oder HSV in der Relegation. Und hier im Weserstadion. Wir schauen ein letztes Mal vorbei, was das erstmal für mindestens 34 Spieltage aus der Bundesliga.